Wir haben hier ein Mountainbike mit einem Hardtail-Rahmen, das bedeutet vorne die Federung, hinten keine Federung, stark abfallendes Oberrohr, damit ich ein kleines Rahmendreieck habe für sehr hohe Rahmenstabilität und habe den sehr kräftigen Motor mit Doppelkettenblatt für optimalen Vortrieb auch im Gelände für mich auch zu fahren. Man hat die breiten Reifen drauf, die ich natürlich brauche, um optimale Traktion auch im losen Untergrund zu erreichen. Man hat ein etwas längeres Oberrohr, Sitzposition ist ein bisschen gestreckter, sodass man mehr Druck auf das Pedal bringen kann, wenn man am Lenker zieht. Der Lenker ist etwas breiter und damit habe ich eine sehr hohe Handlichkeit, gute Kontrolle über das Rad. Und in dem Fall habe ich jetzt ein schönes kleines Display, was man dann von Lenker aus bedienen kann. Ich muss nicht in die Mitte reingreifen. Und das ist ein Sportgerät, es fehlt die alltagstaugliche Ausstattung. Es ist keine Lichtanlage dran, keine Schutzbleche, kein Gepäckträger, kein Seitenständer, keine Klingel und somit auch nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, sondern halt als reines Spaßgerät im Wald. Hätte ich jetzt die Schutzbleche dran, das fängt irgendwann an zu klappern und fällt ab durch die Vibrationen, wenn man damit wirklich sportlich im Gelände fährt. Macht also auch gar keinen Sinn, die Sachen dran zu haben. Dafür gibt es die verschiedenen Kategorien. Das Fahrerlebnis ist ganz, ganz schwer rüberzubringen, wenn man es noch nicht erlebt hat. Deswegen laden wir jeden ein, eine Probefahrt zu machen, denn nur so kann man wirklich das E-Bike-Feeling erleben. Einfach vorbeikommen, Personalausweis hinterlegen und mal ein paar Minuten Grinsen im Gesicht haben.